Guten Morgen, ihr lieben Lichter. Guten Morgen in Christus. Und danke für unser gemeinsames Heilen. Danke Gott dafür. Danke Gott. Danke Jesus für deine Hand. Danke Heiliger Geist für deine Stimme. Danke, danke. Ja, also gestern gab es ein paar Kommentare, die mich dazu inspiriert haben, heute mal über etwas anderes zu sprechen, und zwar ein bisschen ausführlicher, mit Hilfe des Textbuches aus Ein Kurs in Wundern. Ein Kurs in Wundern besteht ja aus drei Teilen, und das eine ist das Übungsbuch, was wir ja täglich durchgehen miteinander, und das Übungsbuch ist sehr bedeutsam zur Erreichung des Zieles, nämlich die Praxis der täglichen Lektionen ist fundamental wichtig. Ohne Praxis erreichen wir nichts. Das Textbuch jedoch ist nicht weniger bedeutsam, weil es zum Verständnis beiträgt. Denn wir machen die Übungen vielleicht, wenn wir aber das Verständnis nicht auch wirklich empfangen. Die Grundlagen, auf die der ganze Kurs beruht, dann wird es schon auch schwierig. Es ist einfach unterstützend. Es ist ganz, ganz stark unterstützend, um das Lernen zu vollenden oder um das Lernen einfach hilfreicher und vielleicht auch schneller und tiefer vor sich gehen zu lassen. Und dann gibt es noch das Handbuch für Lehrer, in dem es eben Fragen gibt, die dort behandelt werden, ein ganz leicht zu lesen auch. Aber es gehört einfach irgendwie alles zusammen. Als ich den Kurs da 2008 bekam, habe ich alles gleich, also ich habe die Übungen gemacht und habe gleichzeitig mit dem Textbuch angefangen, habe dies mehrmals gelesen, einfach weil es so wertvoll ist und so wow ist. Ja, also weil wir hier Dinge lesen, die wir irgendwo nirgends auf der Welt, also ich wüsste nicht, wo man diese Dinge sonst erfährt. Also der Wert dieses Übungs, dieses Textbuches auch, ist unglaublich. Also ganz, ganz, ja, ist ein ganz hoher Wert. Und heute möchte ich mal aufgrund eben dieser Themen, die da gestern angesprochen wurden, möchte ich das aus dem Kapitel 3 im Textbuch, das ist die unschuldige Wahrnehmung, Römisch 1, und das heißt, dieses Kapitel lautet Sühne ohne Opfer. Sühne ohne Opfer. Und ich habe mal heute Morgen noch mal gegoogelt, was eigentlich, wie Sühne hier, was die Definition eigentlich von Sühne ist, die offizielle sozusagen. Sühne leistet jemand für die Fehler und Sünden eines anderen. Ne? Also jemand leistet für die Fehler und Sünden eines anderen Sühne, ne? Der wird dafür bestraft sozusagen. Ne? Und das ist ja diese ganze Idee, die wir uns selber beigebracht haben mit Jesus und der Kreuzigung, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Ne? So, und das heißt also, dass Gott seinen Sohn geopfert hat. Okay, ich möchte jetzt nochmal dazu sagen, also was ich hier tue, ich lehre hier mein Verständnis von einem Kurs in Wundern, nicht mehr und nicht weniger. So. Mein Interesse ist keine, niemanden, ich will niemanden angreifen. Jeder darf genauso denken, wie er denkt und an das glauben, was er glaubt. Mein Interesse ist auch nicht zu diskutieren, irgendwie Recht haben zu wollen. Ich habe keinerlei Interesse in dieser Richtung. Ich möchte einfach nur lehren, was ich verstehe. Was Jesus uns hier lehrt im Kurs und was mich glücklich macht. Und ich möchte es deswegen lehren, weil es mich nicht nur glücklich macht, sondern weil es auch das Einzige ist, was für mich in meinem Herzen auch, ja, Sinn macht, Sinn ergibt, ja, und was mich in meinem Herzen wirklich glücklich macht, was für mich vernünftig ist. Und alles andere, was ich mir, bis ich zum Kurs gekommen bin, was ich gelernt habe, was ich mir selbst, was, ja, was, was ich gelernt habe in der Schule, im Religionsunterricht und, hat mich nie glücklich gemacht, sondern hat mich eigentlich eher
abgestoßen. Okay. Und hat mich auch von Gott ferngehalten. Und dies hier, aber der Kurs hat mich zu Gott gebracht. Eben weil er mein Herz berührt und weil er so einen Sinn macht. So, und jetzt möchte ich dies hier, ich möchte euch, wer sich interessiert für das Thema tiefer, also für Kreuzigung und Auferstehung, Sühne und diese ganzen Dinge, dem empfehle ich, dieses ganze Kapitel wirklich zu lesen. Da sind ganz, 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 ganz viele Dinge drin, auf die Jesus eingeht, die missverstanden wurden. Und es gibt auch noch zusätzlich ein Kapitel, das heißt Botschaft der Kreuzigung. Ich weiß jetzt nicht genau, welches das ist. Und auch da spricht er über die Kreuzigung, ja, was eigentlich die wirkliche Bedeutung der Kreuzigung war. Ne, nämlich, dass sie eigentlich nur Liebe, Liebe, einfach nur Liebe, Liebe, Liebe und nochmal Liebe. Ne, und das können wir ohne den Kurs eigentlich gar nicht nachvollziehen. Wie, ja? Aber egal, jetzt fangen wir mal hier an. Ich möchte nur ein paar Dinge aus diesem Textteil hier herausnehmen. Genau, und da wird dann wahrscheinlich die Übungslektion heute vielleicht ein bisschen dahinter fallen. Aber das ist jetzt einfach mal wichtig. Also er sagt jetzt hier, nicht die Kreuzigung begründete die Sühne, sondern die Auferstehung. Also wenn wir jetzt nochmal überlegen, Sühne. Sühne ist, wenn jemand anders für die Sünden, ja, also für die Sünden oder Fehler eines anderen sozusagen Strafe oder eben dafür absitzt oder so, ja. So. Und es geht ja darum, dass der Gedanke ist, dass Gott sühnt. Ne, weil wir haben hier, also was ist die Sühne Gottes? Das ist eigentlich die Frage. Und das ist das, was jetzt hier eben aus der Sicht von Jesus in Kurs im Wundern dargestellt wird. Was ist die Sühne Gottes wirklich? Ne? Und er sagt hier, also nicht die Kreuzigung begründete die Sühne, sondern die Auferstehung. Ne? Also nicht eine Gewalttat war der Plan Gottes, sondern die Auferstehung ist der Plan Gottes. Ja, die Auferstehung, die zeigt, die eigentlich die ganz totale Unschuld aufzeigt. Ja, das ist ja eigentlich der Plan, die Unschuld aufzuzeigen. Sühne ist ja nur notwendig, wenn vorher Schuld war. Ne? Schuld und Sühne gehören ja zusammen. Ne? Ohne Schuld brauche ich keine Sühne. So, und das ist jetzt eine Sühne ohne Opfer. Normal wird Sühne immer mit Opfer in Verbindung gebracht. Das heißt, ich opfere jemand oder etwas dafür, für die Sünden eines anderen. Ja, das ist die Idee. Gott hat seinen Sohn geopfert. Und hier lernen wir von einer Sühne der vollkommenen Liebe, eine Sühne ohne Opfer. Niemand, der vom Glauben an Mangel frei ist, könnte diesen Fehler überhaupt begehen. Also zu glauben, dass die Kreuzigung eine Gewalttat die Sühne Gottes war. Betrachtet man die Kreuzigung in einer Sichtweise, die auf dem Kopf steht, so erscheint es tatsächlich so, als hätte Gott erlaubt, dass einer seiner Söhne leidet, weil er gut war. Und als hätte er ihn sogar dazu ermutigt. Na, das schaut so aus, wie hätte Gott hätte seinen Sohn, hätte das erlaubt. Ne? Und diese besonders unglückselige Deutung, die aus der Projektion entstand, hat dazu geführt, dass viele Menschen bitterliche Angst vor Gott haben. Und solch antireligiöse Vorstellungen gehen in viele Religionen ein. Der wirkliche Christ aber sollte innehalten und fragen, wie ist das möglich? Ne, wie ist das möglich? Wie ist eine Gewalttat möglich von einem Gott der Liebe? Wie kann er das erlauben? Das ist doch dasselbe wie die Frage, die heute gestellt wird. Ja, wenn ich heute die Frage stelle, warum lässt Gott Krieg zu? Warum lässt Gott das alles zu? Warum lässt Gott überhaupt, ja, den ganzen Wahnsinn hier zu? Das ist genau dieselbe Frage. Ja. Es ist derart wichtig, jede Art eines solchen Denkens aufzulösen, dass wir sicher gehen müssen, dass nichts davon in deinem Geist
mehr übrig bleibt. Ich wurde nicht bestraft, weil du schlecht warst, sagte Jesus. Jesus sagt das hier jetzt ganz klar, klipp und klar. Ich wurde nicht bestraft und bestraft auch noch in Anführungsstriche, weil du schlecht warst. Die gänzlich gütige Lektion, welche die Sühne lehrt, also die Auferstehung, dass die Sühne ist, geht verloren, wenn sie in irgendeiner Form mit dieser Art der Verzerrung behaftet ist. Ja? Und er bringt hier auch noch ein ganz nettes Beispiel übrigens, ja, über ein Elternteil. Es ist wie wenn das Elternteil sagt, das schmerzt mich mehr als dich und fühlt sich dadurch entlastet, wenn er das Kind schlägt. Also das heißt, es schmerzt mich mehr, die Sünden der Menschen in dieser Welt, als dass ich dich opfere. Also opfere ich dich für die Sünden der Welt. Und kannst du denn glauben, dass unser Vater wirklich so denkt? Ja, ist das wirklich etwas? Macht das Sinn? Macht das Sinn? Denn das ist doch wirklich so, dass ich dann denken muss, vielleicht opfert er mich als nächstes. Das heißt, wenn Gott ein Gott der Opfer ist, dann opfert er. Dann kann er jederzeit wieder opfern. Ja, das ist eben das, was dann und wo Jesus sagt, das muss jede Art von Denken, diese Art von Denken muss aufgehoben werden in deinem Geist. Der Satz, die Rache ist mein, spricht der Herr, beruht auf einer Fehlwahrnehmung, durch welche man Gott die eigene böse Vergangenheit zuschiebt. Die böse Vergangenheit hat nichts mit Gott zu tun. Er hat sie nicht erschaffen und er erhält sie nicht aufrecht. Gott glaubt nicht an Vergeltung. Sein Geist erschafft nicht so. Er legt dir deine bösen Taten nicht zur Last. Ist es denn anzunehmen, dass er sie mir zur Last legt? Ne? Und es ist so gütig, was Jesus hier schreibt. Es ist so gütig und es macht so einen Sinn und das berührt doch total im Herzen, ja. Das hebt den ganzen Wahnsinn auf von einem Gott, der opfert und Rache und uns, ja, jetzt lass uns noch mal weiter hier. Sei dir ganz sicher, dass du begreifst, wie völlig unmöglich diese Annahme ist und wie sie ganz und gar aus der Projektion hervorgeht. Eine Projektion bedeutet ja immer, ja, das Ego projiziert, während Gott ausdehnt. Liebe dehnt sich aus und das Ego projiziert in der Trennung. Das heißt, etwas, was ich in mir nicht wahrnehmen will, das Böse zum Beispiel, was auch immer, das projiziere ich nach außen, damit ich sagen kann, du bist schuld, jemand ist schuld. Ne? Was denken wir? Gott ist schuld. Ne? Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, Gott, warum hast du das alles hier gemacht? Ich wollte doch gar nicht hier sein. Das ist doch nicht meine Wahl, denken wir. Ja, und wir projizieren alles auf Gott und machen Bilder aus ihm. Einen menschlichen Gott, der Gefühle hat wie wir, der richtet über uns, so wie wir. Ja. Sei dir ganz sicher, dass du begreifst, wie unmöglich genau diese Annahme ist und wie sie ganz und gar aus der Projektion hervorgeht. Diese Art Irrtum ist für eine ganze Reihe damit verbundener Irrtümer verantwortlich, einschließlich des Glaubens, dass Gott Adam zurückwies und ihn aus dem Paradies verstieß. Ja, wie kann ein Vater, ein liebender Vater, das tun? Ja, das ist so, wie wenn ein Elternteil sagt, das Kind ist jetzt 5 Jahre alt oder so, macht einen Kardinalfehler und sagt so, mein Haus ist jetzt, du musst jetzt raus, weg oder wie alt auch immer es ist. Also ich will dich nicht mehr in meinem Haus haben, nur weil du diesen Fehler gemacht hast. Das ist völlig unmöglich, wenn dieses Elternteil wirklich ein liebevolles, offenes Herz hat. Es ist unmöglich, ja. So, und das zu lernen, das heilt so viel in uns. Weiter sagt er, Opfer ist ein Begriff, der Gott völlig unbekannt ist. Wie kann es im Eins sein?
Ja, der Himmel ist eins, Gott ist eins, Gott ist nur Liebe. Wie kann es darin Opfer geben? Opfer bedeutet ja auch, da gibt es etwas anderes. Etwas wird geopfert, ein Ding wird geopfert, ein Mensch wird geopfert. Ja, das ist Trennung. Im Himmel gibt es nichts zu opfern, weil es im Himmel nur eins sein gibt. Da gibt es nur Gott. In der Wahrheit gibt es nur Gott. Und wir sind hier, um unser wahres Selbst zu erkennen, was genauso eins ist. In Gott, mit Gott, ja, wir sind eins. Das ist unsere Wahrheit. Wo gibt es da eine Idee oder eine Möglichkeit des Opferns? Gibt es dort gar nicht. Und dieser Begriff des Opferns entspringt allein der Angst. Und Menschen, die Angst haben, können bösartig sein. Ja, und da haben wir ja genug Beispiele in der Geschichte und übrigens auch heute, da brauchen wir gar nicht mal das Geschichtsbuch, ja, dass Angst, Bösartigkeit, ja, hervorruft, Kriege und dies und das und jenes. Ja. Und jede Art des Opferns ist ein Verstoß, sagt Jesus jetzt hier, gegen mein Geheiß, du sollest barmherzig sein, wie auch dein Vater im Himmel barmherzig ist. Vielen Christen ist es schwer gefallen zu begreifen, dass das für sie selber gilt. Und das ist ja heute noch so. Ja? Das ist ja heute noch so. Die Unschuld ist unfähig, irgendetwas zu opfern, weil der unschuldige Geist alles hat und nur danach strebt, seine Ganzheit zu schützen. Er kann einen anderen Geist nur ehren, weil Ehre der natürliche Gruß der wahrhaft Geliebten an andere ist, die sind wie sie. Und das ist Nächstenliebe. Das wäre die Definition der Nächstenliebe. Das ist ja das höchste Gebot von Jesus. Ja? Das Einzige, was wir eigentlich brauchen, liebe deinen Vater und deinen Nächsten wie dich selbst. Was brauchen wir mehr? Alle anderen Gebote erübrigen sich, weil sie fallen doch darunter. Ja? Das heißt, ehren, einander segnen, den Frieden Gottes empfangen. Darum geht es doch eigentlich in jeder Begegnung. Unschuld ist Weisheit, weil sie des Bösen nicht gewahr ist. Und das Böse existiert nicht. Ja, und wir können den Aufschrei des Egos hier hören. Wir können ihn förmlich hören. Ja? Aber wir können auch daran vorbeigehen, an diesem Aufschrei. Und das bittet uns Jesus, so wie er es getan hat an der Kreuzigung. Er ist an diesem ganzen Aufschrei von wegen, schau mal, was die alles mit mir machen. Vater, du hast mich verlassen. Was auch immer oder warum hast du? Und so weiter. Daran ist er vorbeigegangen. Er war unschuldig. Er war in der vollkommenen Unschuld. Er hat es gar nicht gesehen. Er hat gesagt, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und das möchte er, dass wir das auch tun, weil das ist der Weg in die Auferstehung. Na, vergib. Vergebung ist der Weg in die Auferstehung. Das ist die Sühne. Hingegen ist sie all dessen, die Unschuld, vollkommen gewahr, was wahr ist. Die Auferstehung hat gezeigt, dass nichts die Wahrheit zerstören kann. Das ist die Botschaft der Auferstehung. Nichts kann die Wahrheit zerstören, nichts kann die Liebe zerstören. Das Gute kann jeglicher Form des Bösen standhalten, so wie das Licht die Formen der Finsternis tilgt. Und deswegen ist die Sühne die vollkommene Lektion. Sie zeigt endgültig auf, dass alle anderen Lektionen, die ich lehrte, wahr sind, sagt Jesus. Wenn du jetzt diese eine Verallgemeinerung annehmen kannst, wird es nicht nötig sein, aus vielen kleineren Lektionen zu lernen. Du bist von allen Irrtümern befreit, wenn du das glaubst. Glaube ich das? Ja, ich glaube das. Ich glaube das. Ja. Die Unschuld Gottes ist der wahre Geisteszustand seines Sohnes. Ne? Ich bin sein Sohn, du bist sein Sohn, wir
sind sein Sohn. Gemeinsam sind wir sein Sohn. Und die Unschuld Gottes ist unser wahrer Geisteszustand. In diesem Zustand erkennt dein Geist Gott. Denn Gott ist kein Symbol, er ist eine Tatsache. Ja, wie kann ich Gott erkennen mit Schuld in meinem Geist? Unmöglich. Gott kann sich nur verbinden, was mit ihm gleich ist. Ja, das heißt, der vollkommene Frieden, begründend auf unschuldige Wahrnehmung, was ja die Schau Christi ist schlussendlich, ist, wo Gott sich mit uns verbindet an der Brücke und wir dort erwachen, wo wir niemals weggegangen sind, sondern nur eingeschlafen sind. Indem du seinen Sohn erkennst, wie er ist, also dich, den Christus in dir, den Christus in mir, begreifst du, dass die Sühne, nicht das Opfer, die einzig angemessene Gabe für den Altar Gottes ist, auf den nichts außer Vollkommenheit gehört. Also die Sühne könnte man auch übersetzen mit Unschuld. Die Sühne, diese glückliche Sühne, die uns Jesus hier im Kurs lehrt, wie Gott wirklich gesühnt hat. Wie kann Liebe sühnen? Ja, Jesus benutzt ja ganz gezielt die Begriffe aus der Bibel, die uns Angst machen oder um ihnen eine neue geheilte Bedeutung zu geben, er möchte, dass wir die Begriffe benutzen, damit die Begriffe oder was wir uns damit selber beigebracht haben, in unserem Geist heilen. Ja, und das heißt also, die Sühne im Kurs bedeutet, die Trennung ist nie geschehen. Du bist ja nur eingeschlafen, kleines Kind, sagt Jesus zu uns, du bist nur eingeschlafen. Ja, du hast nie irgendetwas getan, außer in Träumen. Ja, Jesus sagt, ja, in Träumen bist du schuldig, klar. In Träumen machst du all das Mögliche. Deine Träume sind böse und gut, da gibt es Dualität. Aber vor Gott und in der Wahrheit du bist einfach nur eingeschlafen. Und mehr ist es nicht. Und daher brauchst du die Vergebung. Ne, da war jetzt auch die Frage, ja, wenn doch alles hier Illusion ist, und du bist Illusion, ich bin Illusion. Welchen Sinn macht das alles? Ja, genau den. Wir sind keine Illusionen. Nur diese Erscheinung ist eine Illusion. Der Körper ist eine Illusion. Aber doch nicht wir. Wir sind der Sohn Gottes. Wir sind total bedeutungsvoll. Aber die Erscheinung ist bedeutungslos. Ja, die Person, die ich denke zu sein, der Name, den ich trage. Was ich hier zu tun meine, das ist, was bedeutungslos ist. Aber was ich wirklich bin, ist die höchste Bedeutung überhaupt, weil es ja eins ist mit Gott. Ja, und das gilt ja für uns alle. Ne? Da ist ja niemand besonders. Das ist ja das Wunderschöne. Und noch etwas, was da gestern ausgedrückt wurde. Buddha hatte gesagt, Leben ist Leiden, ganz genau. Und er meint damit die Dualität. Er meint dieses Leben. Es gibt eine Lektion im Kurs, die sagt, es gibt ein Leben und das teile ich mit Gott. Und das ist der Himmel. Der Himmel ist das Einzige, was man Leben nennen kann. Das ist die Ewigkeit. Es ist das, wo es keine Geburt und keinen Tod gibt. Ja, das ist Leben. Jesus sagt, dies hier, die Welt ist nicht Leben, das kannst du nicht Leben nennen. Wie kannst du etwas Leben nennen, was stirbt? Das ist nicht Leben. Und das ist die Illusion. Und das ist Leiden. Leben ist Leiden. Dieses hier, ja, ist Leiden. Die Welt ist Leiden. Und Jesus sagt klar, wenn du nicht verstehst, dass das hier Leiden ist, dann kann der Heilige Geist dich nicht lehren, weil du das hier immer noch haben willst. Ja. Und noch etwas ganz Wichtiges, ja. Gott vergibt nicht. Ja, man kann wieder das Ego aufschreien hören, aber Gott vergibt nicht. Und das ist so wunderschön. Warum vergibt er nicht? Weil er nie geurteilt hat.
Ja, und das hatten wir sogar schon in einer der vergangenen Lektionen, ganz klar. Ja, und dieser Gedanke, den anzunehmen, bedeutet, okay, Gott ist nur Liebe. Warum sollte jemand vergeben, wenn er doch gar nicht das Böse erkennt? Er ist doch eins, er ist ja nur Liebe, er kennt keine Dualität, Gott kennt kein Gegenteil. Und das ist diese Bewahrung eines Gottes, der wirklich nur Liebe ist. Ja? Vergebung ist doch nur notwendig, wenn ich Schuld voraussetze. Gott kennt aber keine Schuld. Für ihn sind wir sind nur eingeschlafen. Ja? Und Jesus hat uns das aufgezeigt. Mit der Kreuzigung, ja, nicht mit der Auferstehung, nicht mit der Kreuzigung, sondern mit der Auferstehung hat er uns aufgezeigt, dass das wahre Leben nicht bedroht sein kann, dass Leben kein Tod kennt, dass der Körper nicht das Leben ist. Und er sagt, das, was für mich gilt, gilt ja für dich auch. Ja, ich bin nicht besonders. Jesus möchte nicht besonders sein. Er will nicht angebetet werden. Ja, sondern er will, es ist ja gerade seine Botschaft, du bist das, was ich bin auch. Ja, und er sagt sogar, du wirst noch größere Wunder wirken als ich. Ja, und das sind doch wohl Wunder hier. Dieser Kurs in Wundern ist ein Kurs in Wundern, in Berichtigung unseres Geistes. Das hat er damals gar nicht geschafft, dass er die Geister der Menschen berichtigen konnte. Da war eine andere Zeitqualität. Ja, aber heute ist die Zeitqualität reif, dass wir diese Botschaft von einem Kurs in Wundern annehmen können. Ja, und dann möchte ich noch sagen, auch dieses mit dem Kreuz tragen. Ja, Kreuz tragen. Wir sind hier, um das Kreuz zu tragen. Ja, was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet doch eigentlich nur, ja, wenn man das mal auf eine glückliche oder eine hilfreiche Art und Weise, also so wie ich das empfinde, wahrnimmt, ich trage, okay, da kann ich dann ja zu sagen, ich trage mein Kreuz in dem Sinne, ich übernehme Verantwortung. Ich übernehme Verantwortung für meine Lebenssituation. Ich übernehme Verantwortung für meine Gefühle, für meine Wahrnehmungen. Und wie übernehme ich die Verantwortung? Indem ich alles hier als ein Klassenzimmer sehe, ja? Ein Spielfeld, ein Übungsfeld für die Liebe. Ja? Prüfung empfinde ich nicht als das richtige Wort, weil Gott prüft ja nicht, sondern es ist ein Spielfeld, es ist ein Klassenzimmer. Es ist etwas, wo wir Liebe lernen. Und zwar dadurch, dass wir unsere Blockaden, die wir vor der Liebe errichtet haben, all die Irrglauben, dass wir die ans Licht bringen. Und in dem Sinne trage ich mein Kreuz, ja, indem ich meine besonderen Lektionen, meine besonderen Dinge, das können Krankheiten sein, das können finanzielle Dinge sein, das können emotionale Dinge sein, das kann weltliche oder was auch immer für Sachen sein, indem ich die in Liebe annehme und dem Heiligen Geist übergebe und ihn bitte, das alles in meinem Geist zu heilen. Und jetzt kommen wir zur Lektion 104. Immer noch ein Kurs in Wundern mit dem Leitgedanken. Ich suche nur, was in Wahrheit mir gehört. Ach ja, ihr Lieben, ich suche nur, was in Wahrheit mir gehört. Und was gehört denn in Wahrheit mir? Was gehört in Wahrheit mir? Es ist die Wahrheit, die mir gehört. Und was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass ich Gottes Sohn bin. Die Wahrheit ist meine Unschuld. Ich suche nur, was in Wahrheit mir gehört. Ich suche meine Unschuld. Ich suche Gott. Ich suche meinen Vater. Ich suche den Christus, der ich bin. Und den suche ich in dir und ich suche ihn in mir. Und Gott sagt, alles, was du mit mir suchst, das wirst du finden. Ja. Ich suche nur, was in Wahrheit mir gehört. Und dazu gehören diese Eigenschaften wie Freude und Frieden und Glück, Leichtigkeit, Liebe. Ja, so, das sind alles Dinge, die uns gehören, weil wir es sind, weil das ist, was wir sind. Und das ist eben die Wahrheit. Das ist Wahrheit.
Und der heutige Gedanke ist eine Weiterführung der Idee, dass Freude und Friede nicht bloß eitle Träume sind. Sie sind dein Recht, um dessen Willen, was du bist. Ja, wir sind der Sohn Gottes, also das ist das, was mir gehört. Sie kommen von Gott zu dir, der nicht umhin kann, dir das zu geben, was er will. Und jetzt kommt's, da muss jedoch ein Ort sein, der bereitet wurde, um seine Gaben zu empfangen. Also in mir muss ein Ort sein, der bereitet wurde, um die Unschuld zu empfangen. Die Gaben werden nicht mit Freude aufgenommen von einem Geist, der anstatt ihrer dort, wo seine hingehören, die Gaben empfangen hat, die er als Ersatz für seine machten. Und das ist eben das, wo die heutige Lektion darauf hinzielt, dass wir alles das, was wir gemacht haben, was haben wir gemacht? Welche Gaben haben wir gemacht? Die Schuld, die Sünde, den Mangel, die Angst, die Sorgen, den Körper, ja, alles, was damit verbunden ist. Wir haben die Trennung gemacht. Wir haben den Glauben an Unterschiede gemacht. Wir haben den Glauben an Formen und Materie gemacht. Wir haben den Glauben an Ort und Zeit gemacht. Wir haben ein großes Wissen darum aufgebaut, viele Gesetze erschaffen. Ja? All das ist nicht Wahrheit. Ja? Und all das bittet uns Jesus in der heutigen Lektion wegzulegen, abzulegen und unseren Geist zu 100% so vollkommen zu öffnen, wie es nur irgend möglich ist. Ja, um die Wahrheit, die eine Wahrheit, die so simpel ist. Ja, es gibt nur eine Wahrheit und diese Wahrheit ist schlussendlich Liebe und Schuld. Ja, wir machen einen heiligen Ort in unserem Geist frei vor seinem Altar, wo seine Gaben des Friedens und der Freude willkommen sind und zu dem wir kommen, um das zu finden, was uns von ihm gegeben ward. Und wir tun es mit diesen Gedanken, beginnen wir unsere Übungszeiten heute. Ich suche nur, was in Wahrheit mir gehört, und Freude und Friede sind mein Erbe. Und damit wollen wir still sein, ja. Und wir wollen nur die Gaben Gottes der Freude und des Friedens. Und da haben wir ganz mächtige Gefährten, der Heilige Geist, Jesus, alles an unserer Seite, die uns helfen, diese Freude, diesen Frieden und dieses Glück in uns zu finden, was da ist, was wir aber nur mit Hilfe der Vergebung, das heißt mit Hilfe dessen, dass wir alles andere, was wir gelernt haben, was wir uns beigebracht haben, auf die Seite legen, nicht mehr daran glauben, was wir dann finden können. Nur dann, das heißt ohne Vergebung, werden wir weiter blind sein. Ja, und die Vergebung ist das, was wir brauchen, die wahre Vergebung, so wie sie Jesus uns im Kurs lehrt. Ihr Lieben, in diesem Sinne, danke Gott, danke für deine Führung, danke Heiliger Geist für deine Stimme. Möge es hilfreich sein, möge es hilfreich sein. Ich bin nur hier, um wahrhaft hilfreich zu sein. Und danke für dich, danke für deine Beiträge, die sehr, sehr hilfreich sind, weil sie das ganze neue Denksystem unterstützen. Danke für dich, danke und sei gesegnet und ja, und ich liebe dich und ich danke dir. Hab einen schönen Tag in Christus.